Herzlich willkommen aus Altenholz. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Radio Vom zum absoluten Kracherspiel in der dritten Liga. Der TSV Altenholz hat den Handballsportverein Hamburg zu Gast. Bei mir ist Lasse Kohnagel. Bevor wir ins Spiel reingehen, wollen wir mal die Zuschauer so ein bisschen drauf einstimmen. Wir können uns gleich das ganze Spiel in voller Länge hier angucken. Du bist nicht mit auf der Platte. Du hast dich letzte Woche schon vom Flensburg-Spiel verletzt gegen deine alten Kollegen. Was ist genau passiert? Wie geht's dir? Ja, ich bin im Abschlusstraining umgeklickt und habe mir dabei zwei Bänder gerissen und einmal angerissen und deswegen momentan nicht dabei. Beim letzten Kracherspiel auswärts beim Nord-HU seid ihr schwierig reingekommen in die Partie und habt dann ordentlich auf die Mütze bekommen. Jetzt das nächste Schwere, das Auswärtsspiel Nummer 1. Wie geht ihr es an in Altenholz? Was habt ihr daraus gelernt? Ja, ich hoffe, wir haben daraus gelernt, dass wir das ein bisschen lockerer angehen und nicht zu sehr verkrampfen. Da war es doch ein bisschen so, dass wir uns selbst im Weg standen und dann am Ende gar nichts mehr funktioniert hat. Deswegen hoffe ich, dass wir einfach mit ein bisschen mehr Spaß und Kampfbereitschaft reingehen und dann besser reinkommen als letztes Mal. Ihr hattet ganz schön zu knabbern, auch gegen Braunschweig, Flensburg anschließend. Da habt ihr schwierig in die Partie hineingefunden. Erst hintenrum habt ihr es dann, habt ihr für klare Verhältnisse sorgen können. Wie muss der Matchplan gegen Altenholz sein? Weil das ist ja nun die Mannschaft der Stunde. Ja, wäre natürlich schön, wenn wir da ein bisschen besser reinkommen. Wenn wir erstmal gleichen Lauf gegen uns kriegen, wird es schwer. Deswegen müssen wir von Anfang an dranbleiben und dann versuchen, hinten raus dann trotzdem nochmal zulegen zu können. Also vielen Dank, du wirst es dir natürlich angucken. Bin sehr gespannt, wir reden nach dem Spiel nochmal. Das wäre ganz cool, vielleicht deine Meinung dann zur Partie. Das wird also ein verdammt spannender Kracher, das Spiel in voller Länge. Jetzt hier bei Radio Vom Altenholz mit bislang nur einer Niederlage. Zu Hause noch ungeschlagen gegen die Hamburger, die beide Niederlagen, die sie kassiert haben, auswärts abgeholt haben. Mal schauen, wie das wird. Es wird ein Kracherspiel. Der zweite Altenholz hat Hamburg zu Gast. Jetzt gehen wir rein in die Partie. Viel Spaß. Die Halle, sie brennt. Die Edgar Meschgart Halle am Freitagabend. Und da haben wir sie, die Gäste vom Handballsportverein Hamburg. Fast alle sind mit dabei. Außer eben Lasse, den wir gerade schon gehört haben. Siebert, Papiro, Jonah Born, Christopher Rix, die sind heute nicht mit auf der Platte. Die Hamburger also in Auswärtsspiel Nummer 1 nach Nord-HU, nach der dicken Klatsche gegen Tabellenführer heute beim Tabellenzweiten in Altenholz. Und der kommt jetzt. So gebrannt hat die Halle selten. Wir reißen was, das ist das Motto bei den Wölfen. So werden sie genannt, die Altenholzer. Eine Niederlage haben sie erst in dieser Saison, das war am ersten Spieltag direkt. 39 zu 29 da in Aurich, aber zu Hause sind sie noch ungeschlagen. Zu Hause sind sie so stark, seit dem ersten Spieltag sind sie sowieso komplett ohne Punktverlust und stehen deswegen natürlich auch nicht ohne Grund so weit oben. Altenholz gegen den Handballsportverein Hamburg. Das ist ein Spiel mit vielen Verbindungen, sei es Trainer Jens Häusler auf Hamburger Seite, der auch schon in Altenholz 2008, 2009 gewirkt hat. Da ist die Geschichte von Torwart Domi Plaue bei den Hamburgern. Letzte Saison in Altenholz und in Kiel gespielt. Bei den Kielern sogar Bundesliga-Debüt. Und so sieht man sich eben wieder. Altenholz gegen Hamburg. Die Hamburger müssen sich die Frage stellen, wie kommen sie rein in dieses Spiel? Bei dieser unfassbar bärenstarken oder wolfsstarken Lautstärke, müssen wir vielmehr sagen. So gebrannt, so voll war die Halle nicht mal im Sommer, als hier der THW Kiel zum Freundschaftsspiel auflief. Also die Hamburger müssen sich fragen, was haben sie gelernt aus der Auswärtsniederlage bei Nord-HU? Sie haben in den letzten beiden Heimspielen gegen Braunschweig und gegen Flensburg an der W2 Probleme gehabt, ins Spiel zu kommen. Daran wollen sie heute ansetzen, daran wollen sie heute zeigen, wir können es besser.
Jens Häusler hat gesagt, er ist nicht ganz zufrieden. Weder nach dem Braunschweig-Spiel noch nach dem kuriosen Spiel letzte Woche gegen Flensburg, das erst gut wurde, nachdem es eine 20-30-minütige da Unterbrechung gab. Hier haben wir sie im Bild. Ganz in Rot. Auf der Mission. Ja, was ist das eigentlich für eine Mission? Ich glaube, das wissen sie selbst nicht so ganz genau. Sie wissen, sie haben Druck. Sie wollen gerne nach oben. Sie wollen gerne aufsteigen, auch in die zweite Liga. Sie haben den Druck auf der anderen Seite. Sie sind Aufsteiger. Sie sind immer noch größtenteils mit dem Oberligakader unterwegs. Und auf der anderen Seite eben der TSV Altenholz, der sich im Sommer auch stark verstärkt hat, der einfach zu einer Einheit auch gewachsen ist. Die Kooperation mit der Jugendabteilung beim THW Kiel, sie trägt so langsam Früchte. Und die Friedrich, die sind heute ersetzt worden durch die beiden Kollegen. Wünschen wir denen hier heute ein gutes Spiel. Und das Ganze nicht, das wird gestellt von Bianca Hart und Nils. Der Blondshop bei den Gelben. Das ist der Mann, der 84 Tore geworfen hat. Der Mann mit der Nummer 18, Sebastian Firnhaber. Der ist richtig eingespielt, der hat im Sommer sogar die Vorbereitung beim THW Kiel mitgemacht, bei der A-Mannschaft. Der macht bislang Tore, wie er will. Auf den gilt es für Hamburg heute aufzupassen, so viel ist klar. Das an. Was eine Atmosphäre. Der ganze Hamburger Block steht auf. Sie sind alle wieder mit dabei. Wenn Altenholz was reißt, muss man sagen, auch die Hamburger tun dieser dritten, unfassbar starken dritten Liga Nord natürlich unheimlich gut. So, und jetzt geht's also los. Die Hamburger beginnen. Das ist Forstbauer mit der Nummer 23. Der wird also starten. Niklas Weller am Kreis. Rechts außen, da wird Stefan Schröder, der letzte Überbleibsel aus den großen Hamburger Zeiten, die also Anfang dieses Jahres dann vorbeigegangen sind spätestens. Der wird rechts außen spielen. Und dann natürlich die starke Rückraumachse mit Forstbauer in der Mitte, Ossenkopf, Ehlers. Und links, da spielt Toto Jansen, den kennt man natürlich auch hier noch, richtig, richtig gut, aus den Zeiten, die er hier im hohen Norden Schleswig-Holsteins verbracht hat. Das ist Ehlers. Der Rückraum-Shooter, extrem wichtig, auch für die Stabilität, zusammen mit Ossenkopf. Das ist der Torjäger Nummer 1 bei den Hamburgern. Und das ist Schröder, seine erste Parade. Der Kerl ist aber auch verdammt stark diese Saison. Der Schröder. Schröder ist der Nachfolger von dem, den wir da vorne gerade sehen. Das ist also Domi Blaue. Schröder spielt eine bärenstarke Saison. Und jetzt schauen wir uns Blaue an. Mal sehen, was er hier halten kann. Mathis Wegner macht das 1:0. Ossenkopf provoziert hier das Foul. Auch Firnhaber hilft hinten in der Defensive extrem mit. Wie gesagt, also der Erste in der dritten Liga in der Torschützenliste. Schröder wird hier hart angepackt. Ossenkopf mit Forstbauer. Wieder Ehlers. Es ist eben diese Achse, die sie sich im Sommer geholt haben, die verdammt stark ist. Sie spielen raus, aber da kommt Jansen nicht mehr an den Ball. Ich bin Ihnen noch die Schiedsrichter schuldig. Das sind Julian Fettke und Nils Wienrich aus dem DHB-Nachwuchskader. Haben sogar schon 10 DHB-Einsätze hinter sich. Also, richtig starke Schiris heute. Mal schauen, wie sie das Spiel gleich im Griff haben. In der Anfangsphase bislang 2 Minuten gespielt. Sieht das gar nicht so schlecht aus.
Hamburger also hinten erst einmal mit der 6-0. Das ist Wegner bei den Altenholzern. Hier unten haben wir Führenhaber, das ist Otzen mit der Nummer 8, Jonas Otzen. Wieder Wegner, das ist also der starke Rückraum, hier sieht man es, von den Altenholzern. Wegner hier mit seinem zweiten Tor. Es ist so unfassbar laut hier in der Halle. Es ist wirklich Gänsehaut-Feeling pur. Wie soll das denn erst in der Schlussphase nachher werden? Elas. Wir geben zu, der Kamerawinkel ist etwas spitz. Wir sind hier oben auf einer Balustrade, genau gegenüber von der großen Zuschauertribüne, wo wir uns auch selbst immer strecken und recken müssen, um genau alles zu sehen. Die Hamburger tun sich auch heute schwer, in dieses Spiel zu finden. Das kann Jens Häusler auch heute bislang nicht gefallen. Und Altenholz ist eben nicht auf Braunschweig. Und gegen Braunschweig hatten sie lange Zeit Probleme. Jetzt kann es schnell gehen. Jetzt Jansen allein gegen Schröder. Jansen ohne Probleme. Thorsten Toto Jansen. So, jetzt Altenholz mal mit einigen Nervositäten da vorne im Aufbauspiel. Ausgleich. Otzen. Direkt angegangen. Zu dritt gehen sie da auf ihn rauf. Das ist Kjell Köpke, die Nummer 13 am Kreis. Der links außen, jetzt am Ball. Das ist Malte Vogt, die Nummer 21. Fürnhaber. Direkt gehalten, Forstbauer mit dabei, gelbe Karte an dieser Stelle. Ist nochmal aus Melsungen gekommen. Man sieht hier auch schon ganz schön das, was der Trainer der Altenholzer, Mannhard Bech, zusammen mit seinem neuen Mann an seiner Seite im Sommer gekommen, Mirko Baltic, forciert. Sie wollen ein schnelles Positionsspiel haben, ein schnelles Wechselspiel. Sie wollen unheimlich schnell Konterhandball spielen, schnelle Tempo-Gegenstöße fahren. Das gelingt in dieser Saison überragend. Stefan Schröder! Macht hier seinen ersten Treffer. Ui. Gelb für Toto Jansen an dieser Stelle, hat aber natürlich den Otzen nicht davon abgehalten, das Ding trotzdem nochmal an die Latte zu knallen. Das ist Wegner. Früher beim TSV Grundsagen gewesen. Da kommt er her aus seiner Jugend hier ganz um die Ecke. Und das ist Kjell Köpke. Altenholz führt wieder, Thies Bergemann. Thies Bergemann, das ist einer von diesen jungen Wölfen, die von der U19 des THW Kiel im Sommer nach Altenholz gegangen sind. Da besteht ja diese Kooperation, was ich vorhin schon mal andeutete, immer wieder junge Talente, die dann von der U19 aus Kiel rübergehen, um dann Drittliga-Erfahrung eben hier in Altenholz zu sammeln. Da gehört nicht nur ein Bergemann dazu, da gehört ein Kaminski beispielsweise auch ein Schröder. Die kommen alle aus Kieler Hause. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie schnell die das wirklich aufziehen wollen. Und dann geht alles über Fürnhaber. Der ist fast nicht zu halten. Nächste gelbe Karte, schon die zweite für Jansen. We'll be right back.
ist schon ein bisschen länger in Altenholz. Seit 2011 gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann. So, und schon die erste Auszeit hier an dieser Stelle. Es ist ein munterer Beginn. 4:3 für Altenholz. Es ist eine 2:0 Führung, hat Hamburg gedreht, dann hat Altenholz das Ganze wieder gedreht. Also bringt Spaß bislang zuzuschauen.